Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute spielen wir in der Champions League gegen Juve mal wieder. Das Rückspiel, Ribéry ist auch da. Und ich glaube, heute möchten die Inter-Scouts zuschauen. Das heißt, gegen Juve haben wir dann nochmal eine gute Möglichkeit, uns zu zeigen, wie gut wir spielen können. Und das könnte sie ja eventuell überzeugen, ne? Ich glaube, wir brauchen da mindestens eine Note von 6,0 oder 6,5. Also mal gucken. Drückt uns die Daumen. Felipe Melo sehe ich da. Hier haben wir Anstoß. Das Hinspiel, ich weiß gar nicht, wie haben wir das Hinspiel gespielt? Vidal macht da gleich Stunk. Sehr gut weitergelassen. Nee, das war zu... Das geht ja schon gleich gut los hier. Da war mein Pass einfach zu, dumm eigentlich. Den hätte ich vielleicht anders machen müssen. Oder vielleicht sogar selbst irgendwie schießen oder so. Okay, ich fordere es wieder heraus, dass sie da unten laufen gegen... gegen die Verteidiger. Ich habe das echt immer noch das Problem, dass ich in einigen Situationen nicht gleichzeitig reden und spielen kann. Da muss ich ganz hart an mir arbeiten. Wui! Mist. Das stellt sich als nicht immer so ganz einfach heraus. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal ausprobiert habt, zu spielen und gleichzeitig dazu das zu kommentieren. Also so, wenn ich jetzt hier nichts Besonderes mache, ist das gar nicht so schwierig. Aber wenn ich, weiß ich nicht, prozentual zu viel Gehirn verbrauche beim Spielen, dann fehlt plötzlich das Denken und Reden. Und es ist einfach nur noch Reaktion. Pure Reaktion. Oh! Ich dachte, er schießt das Ding jetzt da rein. Ah, Bonucci, pass da gut auf. Also am besten wäre es natürlich, wenn ich ihn hier Tor schieße würde. Ah, das war... der kam sogar an. Sehr gut! Jetzt setz dich durch! Schieß das Ding rein! Nicht ganz. Schade. Cellini hatte am Ende doch aufgepasst. Pirlo. Vidal. Cellini. Also man kann nicht sagen, dass ich jetzt total Ego gespielt habe, oder? So, jetzt hier ein Kopfball rein. Nee. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er ihn in die Mauer, in die Luft, in sonst was hineinschießt. Deswegen habe ich gehämmert, dass er den Ball doch abgeben möge. Das klappt natürlich nicht immer. Ich warte heute auf ein Paket, was ich ja vielleicht schon mal in irgendeiner Folge angekündigt hatte. Ich weiß gar nicht, ob es hier bei Werde zur Legende war oder eben ob es bei... Ja, weiß ich auch nicht, wo das war. Vielleicht irgendeine FIFA-Folge oder so. Heute soll mein neues... der war 2 Kilometer im Abseits. Heute soll mein neues Mikrofon kommen. Und, also hoffe ich zumindest. Es wurde schon in Neumünster bearbeitet. Das ist ja sozusagen das Zustellzentrum hier, auch in Schleswig-Holstein. Und von DHL. Und ja, mal sehen, ob da heute was kommt. Geh aus dem Weg. Ja, Berg stand da unten. Aber auch nicht wirklich optimal. Der Pass war nicht besonders optimal. Ich musste da sprinten. Berg stand nur da hinten und ja, das hat Buffon gelesen. Da wurde ich irgendwie festgehalten. Ach, Ribéry hat da zu gut aufgepasst. Den Ball habe ich nicht ordentlich angenommen. Sehr schön und weiter. Go. Ey! Oh. Mist, mein Fehler.
Ich bin da irgendwie behindert gelaufen. Ob ich damit Inter überzeugen kann, ich weiß es nicht. Ich hoffe es zumindest. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das Spiel gespielt haben. Haben wir da gewonnen? Isla. Ja, ein Foul. Cellini oder wer auch immer das war. Nee, Isla war es. Ah. Isla, den habe ich auch schon öfter, glaube ich, mal gezogen bei Ultimate Team. Fand ich jetzt nicht so stark da. Ach, sowieso immer alles. Ja. Jedes Mal unterschiedlich, egal in welchem System man ist. Ob beim Fußballmanager, PES, also generell sind die schon ein wenig sortiert nach Talenten, ne? Aber die sind halt unterschiedlich stark. Ja, da versucht er einfach mal so abzuschießen. Da fällt mir ein, ich hatte ja so ein super gutes Tor geschossen, ne? Gegen Argentinien. So eins müsste ich jetzt wieder mal machen. Nein! 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 Arg! Schade, ich dachte, der kommt nicht durch und dann war ich zu perplex, dass ich da richtig sofort losschießen konnte. Na, ja, das kriegen wir noch hin. Wir kriegen das noch hin. Wir wollen heute uns beweisen. Ah, Mist. Schade. Wenn da der Ball durchgegangen wäre, der Pass hätte einfach nur ankommen müssen. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich heute auf mein Paket. Das wollte ich euch noch sagen. Wenn es denn heute kommt. Da weiß man nicht so genau. Draußen schneit es ja. Also jetzt gerade nicht, aber es liegt halt hoch Schnee eigentlich, also relativ. Nein, 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 nein. Ah, die Pässe, das ist echt schwierig. Na, gucken wir mal weiter. Ja, also gerade ist bei uns, ja, ich schaue gerade hinter mir aus dem Fenster, extrem blauer Himmel, also wunderschön. Also warum bin ich eigentlich nicht draußen, weiß ich nicht. Ja, ich bin irgendwie eher so ein Kellerkind. nutzt ihr das schöne Wetter immer? Also, oder seid ihr auch eher so, ich muss FIFA zocken, ich muss PS zocken? Also, es werden ja hauptsächlich dann eher FIFA-Spieler sein. ja, ich muss drin bleiben, keine Ahnung. Muss ich eigentlich nicht, aber ich weiß gar nicht, was ich draußen machen soll, so. Im Schnee spielen, Schneemann bauen, yay! Ja, nee, habe ich auch nicht so das Bedürfnis danach. Obwohl es halt schön ist, man kann sich da mal gerne draußen so, ne, amüsieren ein bisschen. Ah, da braucht man auch schon, da braucht man aber auch schon dann gewisse Aktivitäten, damit das überhaupt, ja, damit es richtig Spaß macht. Ich bin halt nicht mehr so, ist das, nee, okay. Also, als man noch kleiner war, konnte man sich sehr gut mit sich alleine selbst einfach so beschäftigen. Und je älter man wird, desto schwieriger wird das, habe ich das Gefühl. So, jetzt habe ich hier gerade wieder meinen Lag. Mein Gehirn-Lag. Ah, schade. Weil man ist irgendwie gewöhnt, oder man ist es gewohnt, immer dauerhaft beschäftigt zu sein. Also dadurch, dass man irgendwas Kurzweiliges macht, so wie hier vor dem Flimmerkasten zu hängen und Spiele zu spielen. Und das ist, wenn man das eben nicht macht, schnell eben alles andere so langweilig, ne? Hey! Mann! Aber man kann sich natürlich wunderschön draußen noch amüsieren, so, ne? Eben mit Schneemann bauen und so. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich weiß noch früher, da hab ich mit Kollegen ein klitzekleines Iglo gebaut. Mit Kollegen, also das waren halt so Freunde von mir. Aber als wir noch halt jünger waren. Ach Mist, was war das für ein schlechter Pass. Und wir haben da einen ganzen Abend dran gearbeitet. Das hatte dann, weiß ich nicht, das war irgendwie anderthalb Meter mal anderthalb Meter und hoch war es ein Meter oder so. Es war darin schön warm und es war draußen so richtig, richtig, richtig kalt. Und wir haben die Oberfläche so ein bisschen gerieben, damit das glatt und schön aussieht. Und dann ist es halt so
steinhart geworden. Aber dann waren halt, ja, bei uns in der Gegend so große, die dachten so, ja, jetzt müssen wir das von denen kaputt machen. Und dann haben sie da Stunden gebraucht. Nein! Bis sie es kaputt und klein gekriegt haben, über Nacht, weil die halt lustig waren irgendwie, keine Ahnung. Aber es war schon gar nicht so schlecht, das Iglo. Es hat geholfen. Also man war darin nicht am Erfrieren. Man hat nur nichts gesehen, weil, ja, weil wir keine Lampe oder Feuer oder sowas drin hatten. Aber ein Iglo zu bauen, da hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Das ist eigentlich ziemlich cool. So, und warum schaffen wir jetzt hier kein Tor, hä? Die Juve, scheint hier ein bisschen stark entgegenhalten zu können. Die Verteidigung steht auf jeden Fall gut. Okay, super gemacht. Super, 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 super. Weiter, 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 weiter. Ja, 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 ja. Ach, Mann. Nicht entschieden genug. Warum denn nicht? Hätte entweder passen oder schießen müssen. Wenigstens es probieren. Und es gibt Einwurf für die anderen. Pirlo kommt raus und Jovinko, ich weiß es nicht, wie er heißt. Der ist drin und Felipe Melo. Uiuiuiuiui. Und es gibt Abstoß. So, jetzt hier, die letzten paar Minuten. Die müssen wir doch mal über die Zeit bringen und ein Tor schießen. So, jetzt. Nark! Also es fehlt immer nur ein kleiner Millimeter auf dem Bildschirm. Also ein paar Meter auf dem Feld. Ah, warum er? Warum? Wieso nicht ich? Was hat er, was ich nicht hab? Mann! Kommt der Buffon doch schon wieder eher ran? Gibt es doch nicht, Freunde der Sonne! Ja! Yes! Ich war es zwar nicht und ich war auch nicht am Ende damit beteiligt, das heißt, ich krieg keine Vorlage, aber ja, ich habe den eingeleitet. Sehr gut. Ich hoffe, das wird auch in meine Note vermerkt. Vermutlich nicht. Da kommt der Superpass und es wird auch noch angezeigt. Das ist super. Da kommt der Schuss, Abpraller und Abstauber von Berg. Tor, Ende, aus, 1:0. Jetzt sind hier nur noch ein paar Minuten zu spielen und ja. Ja. Ich hoffe, wir schaffen's. Krasic kommt rein. Der ist richtig krass. Was steht sonst noch an? Ist ja bald hier Winterpause in der Bundesliga, glaube ich. Ich weiß gar nicht, welcher Spieltag gerade ist. Ich komme! Yo, 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 yo! Natürlich, Buffon spielt ihn ganz schnell raus. Jiracek. Aha. Und. Ja! Dann mache ich es am Ende nochmal. Das 2:0. Juhu! Ah ne, eigentlich wollte ich Michael Jackson Song machen, aber ich fing gar nicht an, wie der Rhythmus davon ist. Sehr gut. Dann zack, nochmal zurück und dann hier noch am Klicken. Klick, 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 klick. Und Fums. Super. Ja, 2:0, damit haben wir es ihnen gezeigt. Und ich habe ein Tor geschossen. Das sollte in meiner Note auf jeden Fall sehr positiv vermerkt werden. Ich würde sagen 7,5 vielleicht. Man of the Match. Das wäre es doch, das wäre es doch. Das Tier arbeitet unermüdlich. Und weiter. Go, Ninjas! Ja, schade. Hätte ich fast selbst noch mehr machen können. Aber es wird keine Minute mehr nachgespielt. Da pfeift der Schiedsrichter bestimmt nach diesem Angriff auch ab. Jetzt wird abgepfiffen. Krasic. Ja, weg mit der Pille. Hau weg! Yes! 2:0 haben wir gewonnen gegen Juve. Ich weiß gar nicht, ob ich, falls ich zu Inter Mailand wechsle, ob ich dann nachher vielleicht noch auf den Hamburger SV stoße. Ist überhaupt Inter Mailand in der Champions League?
Sehr gut, 7,5. Finde ich komisch, dass Berg nur eine 6,5 hat. Er hat auf jeden Fall ein Tor geschossen. Statistiken, Tore. Gucken wir mal. Da hat Berg das allein verdient sozusagen. Van der Vaart die Vorlage hier. Und die haben trotzdem nur so schlechte Noten. Also das mit der Notenvergabe verstehe ich manchmal echt gar nicht. So, da sehen wir, ja, das sieht okay aus, wie ich das gespielt habe. Gucken wir mal kurz durch. Also hier ist kein Inter. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Da ist Inter und hat sogar gewonnen in der Gruppe F. Sehr schön. Da gucken wir uns mal die Gruppe an. Eigentlich muss ich nur noch hingehen. Wir haben 8 Punkte, PSV 7. Noch 2 Spiele sind zu spielen. Inter ist auf dem 2. Platz, hat aber schon 9 Punkte. Sporting und Brügge oder Brügge, wie auch immer sie heißen. Die sind weit abgeschlagen. Die könnten natürlich immer noch, also Sporting hätte immer noch die Chance zu gewinnen, aber dafür müssten sie ja halt darauf hoffen, dass Inter und Arsenal nicht, nicht gewinnen mehr. Oder Sporting könnte auf jeden Fall weiterkommen, aber unwahrscheinlich. Wenn Inter weiterkommt, das wäre super. Ich hoffe, dass ich da mitmachen kann. Dann im zweiten Dingsbums, ne? Zweiten Halbzeit, hätte ich fast gesagt. Inter zeigt Interesse an dir. Ich werde mit ihnen reden und sehen, wie ernst es ist. Man of the Match, Evo Speed. Ah ja, schick. So, Dribbelstärke ist auf 80 hoch. Juhu! Super. Dann gucken wir mal hier. Schnelligkeit ist noch auf 90. Ja klar, das liegt an den Schuhen. Und fast fertig mit dem Mittelstürmer. So, in Verhandlung. Sehr schön. Wollen wir mal vorspulen? Ja, noch nicht ein Spiel. Darf ich jetzt spielen? Bin ich noch gesperrt oder so? Nee, ne? Ich bin nicht gesperrt. Startelf berufen. Solltest darüber im Klaren sein. Tralala. Oh, es fehlt echt nicht mehr viel. Nach dem nächsten Spiel, denke ich mal, habe ich meinen Mittelstürmer. Okay, gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi.